Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Projekt und ich möchte mit euch gemeinsam Memoir Blue spielen, ein neues Spiel von Annapurna Interactive und wie wir wissen nach Spielen wie What Remains of Edith Finch und vielen anderen, dass das sehr, sehr, sehr gut gemacht ist, dass es sehr künstlerisch ist. Und ich bin gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine sehr, sehr schöne Reise sein wird. Wahrscheinlich auch vollgepackt mit Emotionen. Aber ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei reden. Ich möchte mit euch gemeinsam dieses Spiel erleben. Und wir sehen hier im Startbildschirm einmal einen Spiegel. Und ein Radio. Okay. Okay, da passiert erstmal nichts. Was passiert auf dem Spiegel? Okay. Da erscheint dann das Menü und starten wir mal ein neues Spiel. Ja. Was nicht da ist, kann nicht überschrieben werden. Und ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Obwohl ich jetzt schon wissen möchte, was eigentlich mit dem Radio ist. Aber gut. Okay, wir können mit der Medaille interagieren. Okay, das wird ihr zu viel mit dem Geknipse. Sie scheint auf jeden Fall irgendetwas gewonnen zu haben. Mit dem Mikrofon können wir nicht interagieren. Okay. Dann klicken wir weiter auf die Medaille. Okay, wir haben es sogar ins Fernsehen geschafft. Okay. Okay, und wenn ich das richtig interpretiere, das ist eine Schwimmbrille, dann hat sie die Medaille auf jeden Fall im Schwimmen gewonnen. Was haben wir hier? Oh. Ich wollte noch ein bisschen rumalbern. Okay, einen Anruf in Abwesenheit. Ach. Das ist ja witzig gemacht. Kann ich noch was mit der Flasche machen? Nein. Ich habe jetzt einfach nur den Inhalt dieser Tasche versaut. Kann ich die noch weiter versauen? Nein. Okay. Handy entriegelt. Das war ein Anruf. Wohl, was passiert hier? Gut. Da wird sich wohl nur mit Emojis unterhalten. Das Ganze sieht sehr meeresbezogen aus. Fragezeichen. Okay. Dann haben wir wieder einen Anruf. Wird sie wach? Ja, sie wird wach. Aber irgendwie möchte sie anscheinend nicht drangehen. Hui. Okay, dann erscheinen Fische. Interessant. Okay. Aber anscheinend haben wir uns das nur eingebildet, oder? Die Fische sind jetzt weg.
Okay. Jetzt haben wir hier das Radio. Kassettendeck. Lautstärke, okay. Probieren wir das mal einigermaßen zu treffen. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Couch, würde ich sagen, und eine Lampe. Aber das Signal ist zu schwach. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ein Zug. Und den hören wir sogar im Hintergrund. Okay. Von der Couch in den Zug. Okay, aufs Meer, aufs Schiff. Okay, in eine Stadt. Wir sehen schon wieder überall kleine Wassertropfen. Okay. Und jetzt fließt Wasser aus dem Radio. Okay. Das sieht aus wie Algen. Das ist ein Karussell. Wir hören im Hintergrund auch so Jahrmarktsmusik. Das sieht aus wie eine Mutter und ihr Kind. Okay, regnet es in der Wohnung? Oh ja, es wird alles nass. Wir sehen eine Menge Pokale, also wir scheinen sehr erfolgreich zu sein in dem, was wir tun. Was können wir mit der Sonne machen? Können wir die verschwinden lassen? Oh, wir lassen sie untergehen. Und unsere komplette Wohnung ist unter Wasser und wir schwimmen in ihr. Okay, können wir noch irgendwas anderes greifen? Die meisten Dinge drehen sich nur um, wenn wir sie berühren. Das Radio ist das Einzige, was wir irgendwie benutzen können. Wir haben ein Loch in den Boden gerammt. Schwimmen wir da jetzt durch? Es sieht ganz so aus. Okay. Wir sind jetzt in einem Zug, obwohl es eigentlich eher aussieht wie ein U-Boot. Mit dem ganzen Wasser, was von der Decke tropft. Aber wir scheinen uns in Erinnerung zu bewegen. Okay, was haben wir hier? Ah, wahrscheinlich ein Bild aus unserer Kindheit mit unseren Eltern zusammen. Und ich glaube, da können wir noch eins entdecken. Wenn wir nur fleißig genug die alten Plakate abhellen. Oh nein, sie haben sich gestritten. Und wir waren dazwischen. Ah. Wir sehen schon. Das Bild ist in der Mitte zerrissen. Sie haben sich wahrscheinlich getrennt. Und unsere Mutter ist mit uns abgehauen. Okay. Wir verarbeiten so ein bisschen unsere Vergangenheit. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Wir sind erwachsen, richtig?
So, ein Ticket für... die Mutter und die Tochter. Müssen wir nur mal schauen. Was müssen wir jetzt hier machen? Oha. Das scheint richtig zu sein, oder? Wir machen es mal so. Na komm. Das andere Ticket schieben. Nein, das andere Ticket. Weg. Das da. Das da. Ja. Perfekt. So möchte Papa das. Und jetzt? Oder war das da links ein Hinweis darauf, was es sein sollte? Können wir gucken. Was so ein Gestrüpp wie hier drauf ist, haben wir dann nicht. Immer einfach alle. Wahrscheinlich war Blau zu offensichtlich, oder? Habt ihr irgendwas entdeckt, was ich nicht gesehen habe? Wahrscheinlich. Das ist schon wieder das Blaue. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Kann ich noch was anderes machen? Ah. Ich Depp. Okay. Ah, okay. Blau war schon richtig. Die Lösung ist oftmals so nah. Okay. Okay, wir können die Tropfen steuern und wir legen dieses Bild frei. Das ist wieder eine Erinnerung. Wahrscheinlich wie wir mit unserer Mutter zusammen im Zug ja, geflohen sind, sagen wir mal. Okay, und wir scheinen sehr fasziniert gewesen zu sein vom Meer und seinen Bewohnern. Aber warum aus dem Zug heraus? Okay, war es vielleicht die Fantasie? Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt auf jeden Fall Zug. Wieder träumen wir vom Meer. Wir sehen Fischschwärme, die an unserem Fenster vorbeischwimmen. Der Bezug hier im Zug ist übrigens... Der Bezug im Zug. Das ist so 0815, oder? Dieses Blau mit diesen komischen Mustern. Okay. Hinterher. Okay, wir bewegen uns auch so, als wären wir unter Wasser. Steigen mit unserer Mutter aus. Als wären wir die beiden kleinen Fische.
Ich lasse es einfach mal teilweise so ein bisschen wirken. Also das Ganze ist schon sehr, sehr undurchsichtig jetzt zu Beginn. Klar, man weiß, worum es grob geht. Aber warum jetzt ausgerechnet alles diese nautische Thematik hat, das ist noch nicht ganz zu erschließen. Ich meine, klar, sie ist Schwimmerin, aber sie hat eine extreme Verbundenheit auf jeden Fall mit dem Meer und seinen Bewohnern. Spielen auf jeden Fall jetzt eine Melodie. Mit Quallen. Dafür sind Quallen nicht bekannt, oder? Da sind sie wieder. Und folgen wir ihnen. Einmal strecken und hinterher. Immer tiefer ins Meer hinein. Ich hoffe, wir verlieren uns da nicht. Was haben wir jetzt hier? Bauen uns unseren Weg. Sehr gut. Aus den Trümmern des Meeres bauen wir den Steg wieder zusammen. Bin gespannt, ob wir das Häuschen auch holen müssen. Ah, das kommt von alleine. Doch nicht. Dann helfen wir nach. Dem Bohlen würde ich jetzt auch nicht trauen. Okay, ein weiteres Symbol, was wir aus dem Radio kennen, das Schiff. Da, nimm 2000 Fischdollar und wir kommen auf das Boot. Die Broschüre sieht ja taufrisch aus. Das sieht schon aus wie so ein Kahn, der die Seele auf die andere Seite bringt. Okay. Aber wir sind auch mit unserer Mutter mit diesem Schiff gefahren. Scheint aber natürlich eine Weile her zu sein. Ich hoffe, dass der Kahn uns heil dahin bringt, wo wir hinwollen. Oha. Ich sehe mich ja erstmal mit Schlüssel. So, wir haben Saft. Licht. Läuft und Gas geben, oder? Jawohl. Steuern tue ich übrigens nicht. Muss ich steuern? Das Ziel der Fahrt sieht auf jeden Fall interessant aus. Sieht nach einem unwirklichen Ort aus. Okay. Okay, was wollt ihr, Freunde? Ah. Springende Fische. Erleben wir noch was? Sieht nicht so aus. Obwohl,
springende Fische schon sehr spektakulär sind. Das sieht wirklich nicht real aus. Erinnert ein bisschen an ein Bonsai-Bäumchen. Gefällt mir aber. Okay, und wir folgen weiter unseren Spuren der Vergangenheit. Das ist natürlich klasse, wenn so mitten in dem Baum so ein, es nennen wir es Teich. Im See ist das ein bisschen klein, aber das sieht schon klasse aus. So wie das dampft, ist es auch warm. Okay. Können wir die Blätter so ein bisschen wegräumen? Klappt das? Putzi, putzi. Machen wir alles blitzeblank. Zu sehen, was sich darunter für uns verbirgt. Zack. Könnten Bilder sein. Ah, wir müssen es wie so ein altes Polaroid-Bild ein bisschen schwenken. Okay. Ein Foto mit unserer Mutter an dem Boot. Nehmen wir doch mal direkt das nächste und schwenken es ein bisschen. Okay, und das ist ein Foto aus dem Zug. Wir hören es auch an den Geräuschen. Ja, ist das dann ein Foto von den gemeinsamen Eltern? Beziehungsweise, wo sie noch zusammen waren? Es versinkt auf jeden Fall. Hinterher. Hinter dem goldenen Bild hinterher. Dieses Mal sehen wir nur den großen Fisch, okay? Okay, wir greifen das Bild. Warum hauen wir damit ab? Das ist ja gemein. Ich habe gedacht, wir könnten das jetzt anreichen, aber nein. Wir müssen uns das Ganze wieder verdienen. Okay. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Hotel, oder? Die Vorhänge irgendwie wegmachen. Wir kappen mal hier oben die Seile. Ah, jetzt erkennen wir auch den Wert des Radios. Wir hatten das schon als kleines Mädchen. Das Plakat machen wir natürlich glatt.
Aber unsere Mutter ist natürlich traurig. Ja, die hat natürlich damit zu kämpfen, was die Trennung angeht. Das ist nie leicht. Okay. Aber wir probieren, unsere Mutter aufzuheitern, damit sie uns lächeln sieht, bleibt sie stark. Okay, das sieht aus wie so eine Einkaufsstraße. Passiert, wenn wir das Tor öffnen? Ah, da sind wir mit unserer Mutter am Essen. Es wirkte so ein bisschen japanisch angehaucht. Was essen wir da? Ramen? Suppe? Irgendwie sowas. Okay. Regenschirme. Block. Okay. Sollte ich nicht machen, aber es gab eine Errungenschaft. Kettenreaktion, schön. Was kann ich tun? Ich kann ihn nicht aufheben. Den kann ich gar nicht bewegen, den auch nicht. Hiervon einen? Auch nicht. Einen der Kartons? Auch nicht. Also irgendwas muss ich mit dir machen. Muss ich öfters klicken? Nein. Muss ich nicht. Was passiert? So auch nicht. Okay. Ah! Okay. Wir haben eine Schnecke entdeckt im Regen. Es sind oftmals die kleinen Dinge, an die man sich erinnert, oder? Wenn man sich mal so zurück entsinnt, was man irgendwie so, weiß ich nicht, mit 5, 6 Jahren oder sowas erlebt hat. Es sind oftmals natürlich nur so Erinnerungsfetzen. Aber es sind oftmals so Kleinigkeiten, die einem aber anscheinend in dem Moment viel bedeutet haben. Ist auf jeden Fall interessant. Auch sowas wie, man hat eine Schnecke entdeckt und ja, es hat angefangen zu regnen, man ist unter einem Regenschirm. Es können die kleinen Dinge im Leben sein, die einem für immer bleiben. Was haben wir jetzt hier? Yay, ein Karton und ein Kleiderschrank. Richten wir uns hier gerade eine Wohnung ein? Okay, ein Sessel. Bestimmt eine kleine Kommode. Okay. Klebeband. Abziehen. Ich hätte vorher noch mal gestrichen. Ja. Okay. Wie viel Bilderrahmen hast du? Die hat ja mehr Bilderrahmen als Ikea. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein neues Haus gefunden, eine neue Bleibe. Aber ich würde jetzt mal sagen, meine Freunde, bevor wir weiter fortfahren in der Geschichte, belassen wir es für die erste Folge hierbei. Ich finde es bisher auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Diese ganze nautische Thematik, ich denke mal, hängt einfach damit zusammen, weil sie eine besondere Verbundenheit hat zu dem Meer, zum Schwimmen. Und wenn man das Ganze einfach so ein bisschen auf sich wirken lässt, teilweise die ganzen Bilder unter Wasser, ich finde es bisher eigentlich ganz schön gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.